Hallo zusammen, ich bin hier im Wohnmobil in einem Knaus, im Kastenwagen und hier sitzt ein Kühlschrank drin, ein Slim 150 mit dem externen Kühlaggregat. Und das Kühlaggregat sitzt an sich hier ursprünglich in diesem Loch. Das haben wir jetzt rausgenommen, weil ich weiß auch nicht, dieser Kondensator, der hier sitzt, den müssen wir also einmal im Jahr mal reinigen mit dem Staubsauger. Da kommen wir ja gar nicht mehr dazu. Der Deckel, der sitzt hier auf diesem Loch. Dann ist das zu. Der Ansaug, der ist hier ein Schlauch. Der hat 60 cm Durchmesser, Millimeter. Und der wäre hier bis bündig an das Loch hin. So hier bündig, durch das kriege ich hier keine Luft. Das heißt, was wir jetzt machen ist, für das muss ich den Kühlschrank wegschieben, hier machen wir zusätzliche Löcher rein, dass wir vom Kasten nebendran Luft ansaugen können. Dass ich also den Luftansaug hier kriege und ihn dann hier runter. Dieses Brett war hier drauf. Das heißt, wenn das Brett hier drauf ist, kann die Luft hier gar nicht raus. Also wir haben jetzt hier mal ein bisschen Luft gemacht. Zusätzlich hier zwei Löcher rein und hier unten zwei Löcher rein und ein Gitter davor geklebt. Wenn das im Originalzustand so bleibt, braucht der Kühlschrank rund das doppelte Strom, was üblich, weil er kriegt hier die Wärme nicht weg. Das war's aus diesem schön eng verbauten Kühlaggregat und ich wünsche euch einen schönen Tag.